Und hallo und willkommen zurück zu Invisible Inc. Es wird nicht einfacher. Es wird einfach nicht einfacher. Ich muss gucken, dass ich hier wegkomme. Ich weiß nur nicht wie. Ich hoffe, ich komme hier noch irgendwie anders durch. Das ist mal blöd, ich nehme mal das andere Ding. Das ist leider nur ein Büro, das hilft mir leider nicht weiter. Hätte ich mal vorher reingucken sollen, wa? Du brauchst noch eine Runde und du brauchst auch noch eine Runde. Der ist noch zwei Runden K.O. Das heißt, ich kann mich jetzt nur hier hinstellen. Und warten. Wobei, den könnte ich noch knacken hier, ne? So. Ich hätte gehofft, dass ich da einen Vault Key hier kriege. Wo kriege ich denn den Vault Key her? Irgendwie weiß ich das leider nicht. Da kommt Nummer 3 um die Ecke. Jetzt habe ich. Toll! Der weiß jetzt, dass ich da bin. Ich weiß nicht. Das ist so riskant, hier zu bleiben. Ich muss mich hier verziehen, aber ich weiß nicht, wohin. Lass hier noch einen Ausgang gehen. Oh nein, hier gibt es keinen Ausgang. Das ist Sackgasse. Das ist ja großartig. Das ist genau was, was ich nicht gebrauchen kann. Da stehen jetzt 4 Dudes bei mir vor der Tür. Und ich habe eine Sackgasse. Ganz schlecht. So riskant. Ich muss hier weg. Wenn der da gleich aufsteht, dann habe ich sowieso noch ein großes Problem. Du kannst jetzt nichts machen, ne? Wie die Maus in der Falle. Jetzt ist er auch noch wach. Jetzt kann ich nichts machen. Ne, ich glaube, die Vault-Geschichte ist mir doch eine Nummer zu hardcore, muss ich sagen. Also damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Dass ich durch diese Tür jetzt nicht durchkomme, da. Wobei das Sinn macht eigentlich, dass das im Vault ist. Das ist ja wertvoll. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wo ich den Vault Key herkriegen kann. Investigating area. Ich muss jetzt abhauen, ich weiß leider nicht, wo ich abhauen. Jetzt habe ich 3 Dudes hier stehen, na großartig. Der geht da lang. Der geht da lang. Bei dir bin ich mir nicht sicher, das ist jetzt echt ein Problem. Jetzt ein Ambush machen. Problem ist, ich komme hier nicht weg. Das ist eine Sackgasse hier. Ist ja schön, wenn man die Tür abschließen könnte, dass man da, dass da keiner mehr hinkommt. Der kommt auch noch dazu. Ich glaube, da oben in dem Büro war das. Investigating. Der wird bestimmt dahinter noch ein Eingang gewesen sein. Der geht da lang. Der geht da lang. Du gehst da lang. Das ist ganz gut, dass ihr da lang geht, weil das ist erstmal okay. Das Problem ist nur, wegkomme ich hier trotzdem nicht. Ich frage mich, wie viele Security Levels es gibt hier. Investigating area. Investigating area. Oh nein, der geht bestimmt hier in den Raum rein, ne? Ja, der kommt direkt in den Raum hier rein. Das ist ein Problem. Und ich habe noch 2 Leute hier im Raum drin stehen. Intruder. What was that? Und es sitzen beide auch noch im Sichtfeld. Jetzt wissen alle Bescheid. Da komme ich nicht mehr raus.
What was that? Investigating. Jetzt wissen alle Bescheid. Investigating. Da komme ich nicht mehr raus. Da habe ich mich voll in die Sackgasse manövriert. Ich kann auch einen Rewind machen, aber der hilft mir leider auch nicht so weit, ne? Ne, da komme ich nicht weg. Das hat so keinen Sinn. Wie mache ich das dann? Um einen Tag zurückgehen nochmal? Das würde bedeuten, ich wäre nochmal bei einem anderen Auftrag, glaube ich, ne? Das wäre noch so die andere Alternative. Der KNO-Volt heißt nicht umsonst KNO. Ich habe es beim ersten Mal eigentlich richtig gemacht. Ich habe die Sache mitgenommen, hätte ich mal den Ausgang genommen, dann wäre ich aber weg gewesen. Aber nein. Ich musste ja unbedingt noch einen draufsetzen. Und jetzt habe ich leider so ein blödes Kartenset, dass ich da nicht durchkomme. Ne, das sehe ich nicht. Hat keinen Sinn. Alter, was hat der für eine Knarre? Aha. Ja, es ist noch nicht fertig. What was that? Investigating. What was that? What was that? Nee, das geht so nicht. Das wird so nix. Nee, ein Rewind hat keinen Sinn. Das ist ja echt schwer, da beiße ich mir echt die Zähne dran aus. Tja, wie mache ich das? Jetzt probiere ich das nochmal, aber ich kann da nicht ewig das nochmal machen. Current Day, glaube ich, ne? Restore the campaign to the beginning of the day. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das Dingens. Das Level habe ich probiert. Ich gehe nochmal den Current Day, probiere ich jetzt mal aus. Das interessiert mich jetzt. Operator, are you there? Good. I was afraid you didn't make it out. Headquarters is gone. Most of our agents have been captured or killed and our accounts all frozen. I don't know how the corporations found us, but you can bet they won't give up now that they've had a taste of blood. The jet's stealth rig should keep us hidden if we keep moving, but Incognita can't survive long on backup power. She's got 72 hours tops. We need to mount a counterattack before then, or we'll be defenseless against their scans. If that happens, we may as well just crash this thing into the ocean. You've never seen the inside of a corporate deprogramming chamber. I won't see the inside of another. Incognita is scanning for targets of opportunity where we can replenish our supplies. Follow her leads and gather what resources you can. I'll run through our contacts and see what favors I can call in. We're going to need all of the advantages we can find in the coming days. Ja, wir brauchen alle Möglichkeiten, die wir haben. Komm schon. Executive Terminal, das ist das Einzige, was ich mir aussuchen kann. Executives are notoriously slack when it comes to network security, and their terminals are full of interesting information. We found a lightly guarded executive complex here. Get in, find the computer and steal their contact list. Then. Okay, dann gehen wir mal. Das Prozedere kennen wir. Also fangen wir nochmal von da an. Corporate firewall breached. Aber noch viel zu lernen. Viel zu lernen, ich noch habe. Bad news, Operator. They caught us completely by surprise, so we have no firepower with us. The guards' weapons are gene-coded to their owner and useless to us. We're going to have to make do with what we can find along the way. We've beamed you through the security grid. You should be somewhere near the target, but you'll need to look for it. Get the list and find a transport pad to escape. But be quick about it. They noticed a disturbance when we ported in and their alarm level is already rising. Yep. Okay, dann gucken wir mal.
sieht bisher ganz gut aus. Ich habe jetzt natürlich nicht geguckt, ob da hinten noch eine Tür ist. Das war total intelligent. Ups. Da ist schon mal eine Kamera. Die verschwindet schon mal. Ja, das kenne ich schon, Gib mir erstmal ein bisschen Saft. Da sind so viele Türen drin, das gibt's gar nicht. Meine Nase sagt mir erstmal hier lang gehen. Ob das richtig ist, weiß ich allerdings noch nicht. Das ist schon mal nicht so toll, muss ich sagen. Da ist schon mal dicht. Ach, du kommst da nicht weg. Das ist schlecht. Okay. Gucken wir mal. Komme ich da bis zu... Nein, komme ich nicht bis zur Tür. Dann bleib da stehen. Hey, did you see that? Das Problem ist, ich kann da nicht um die Ecke gucken, ne? Ich hätte gerne den Rest gesehen. Kann ich mich da hinstellen? Nein, kann ich nicht. Dann stelle ich da hin. Das Problem ist, da muss irgendwo eine Kamera oder irgendwas sein. Da kann ich noch Energie abzapfen. Gut. Elvis liegt auf dem Boden. Der sieht aus wie Elvis, habe ich das Gefühl. Irgendwie, weiß auch nicht. Hast du noch irgendwas zum... Was liegt nur an dem Kragen wahrscheinlich. Okay. Gucken wir mal, was hier noch alles ist. Das ist ein Nanofabricator. Das machen wir mal aus, das könnte lustig sein. Ach, ich habe natürlich die Fähigkeiten jetzt nicht mehr, ne? Weil ich... Ach ja. Ja, ich bin ja wieder bei Null. Sozusagen. Oh, das war jetzt in... That camera will keep making things harder for us, Operator. Incognita has a program to deal with it. Ah, hätte ich erst durchgucken sollen. Hast du recht. Jetzt bin ich wieder zu schnell, zu voreilig hier. Ich will halt schnell durchkommen. Das ist Security. Da könnte ich mit der Karte durch. Lass ich dich liegen? Ich will auch wissen, was in der Richtung ist. Schwierig. Ich lasse dich liegen, guck hier durch die Tür. Kann ich nicht. Toll. Nichts gewöhnliches, nichts Außergewöhnliches, aber da ist eine Tür, da komme ich so durch. Da ist ein Tresor. Da ist noch eine Tür, habe ich gerade gesehen. Das war der Fabricator, das hilft mir gerade nichts hier. Da kann auf jeden Fall den Tresor erstmal aufmachen. Das wäre eine Idee. Wobei andererseits habe ich Knete in der Tasche. Doch, ich habe Knete in der Tasche. Dann stelle ich da, da muss ich doch nochmal da reingucken. Vielleicht kann ich doch was Tolles kriegen. Anatomieanalyse. Econ-Chip. Kann ich mir eh nicht holen. Smoke Grenade. Magel Charge Pack. Ne, das ist alles nichts Besonderes. Schade. Der steht in der nächsten Runde wieder auf da. So, dann kommen wir rein hier.
Der Dude wird nämlich jetzt bald aufstehen und tierische Kopfschmerzen haben. Was schnapp ich hier? Das sind alles nur Credits jetzt hier, das ist nicht so toll. Das bringt schon mal nichts, ich muss dahin. Okay. Hör zu. Du hast noch Dingens, dann stellst du dich dahin. Und du gehst da mal hin. Okay, weiter geht's. Investigating. Tja, da hatte ich einen Akku geholt. Fair nur. Ah, jetzt weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Episode. Also macht's gut, Leute, und bis dahin. Ciao.